Es hat angefangen vor über einem Jahr, wo wir hier waren, um Alan Clark zu schauen. Hier. Und dort ist zuerst mal die Möglichkeit besprochen worden, dass wir das auch machen. Und dann ist es, glaube ich, so im Januar ist es konkret geworden. Und im März ist kommuniziert worden, dass wir es machen. Und irgendeine Woche später ist die erste Show schon ausverkauft gewesen. Wir hatten irgendwo im Frühling die erste Sitzung, wo alle am Tisch waren. Also Tables aus der Noah, der Gabriel, der Pimin Zengler vom Orchester, der Ludwig Wicki. Und da haben wir das erste Mal über das Projekt geredet und das erste Mal ein bisschen geschaut, was wir überhaupt machen. Und der Funke, vor allem beim Ludwig Wicki und der Band, ist sehr, sehr schnell gesprungen. Das hat man auch gemerkt und das sieht man auch im Konzert selber. Das spürt man, das kommt auch rüber. Und nachher hat es diverse Sitzungen gegeben. Sie haben sich in München getroffen zu einem Musikworkshop. Ja, wir sind jetzt in München im Gasteig Opernsaal. Was sehr schön ist, finde ich. Mit einer Band hier zu spielen, wäre vielleicht mal eine gute Idee. Aber jetzt ist noch das Münchner Symphonieorchester aufgestellt hier. Der Ludwig ist, dass er ein Dirigent ist, dass sie wahrscheinlich oft Leute, die dominant sind oder einfach, dass sie Leute gerne Kontrolle haben, wären sie nicht Dirigenten, nehme ich an. Der Ludwig hat ein Verständnis gehabt mit uns und eine Offenheit gegenüber dem, was wir wollen. Und ist so irgendwie offen gewesen für das, was wir sind und das, was wir machen, dass nie irgendein Moment ist gekommen, dass man das Gefühl hatte, oh Mann, das ist jetzt wirklich einer, der will nicht fort von dem, was er macht. Und er will jetzt einfach seine Show durchziehen und es ist sein Orchester und machen dir uns Kasperli-Theater-Vortrag. Umzusetzen, was wir gespielt haben. Wir können nicht Noten lesen, wir können nicht einfach irgendetwas aufschreiben, was er spielt. Wir haben Sachen vorgespielt und wir haben das dann aufgeschrieben. Und er hat gesagt, ja, das ist nicht gut für den Boy, ich würde das Fagott spielen. So. Das ist cool, das war eine riesen Erfahrung mit ihm. Sit down and take it easy. Hallo zusammen, wir sind in Luzern oder in Kriens im Südpol und wir proben zuerst mal mit dem 21st Century Orchestra zusammen für die Shows am 7., 8. und 9. November. Und wir sind erstaunt, wie gut es schon tönt. Die ersten paar Songs haben wirklich schon gebracht, die wir mit ihnen zusammen gespielt haben. Und kommt, glaube ich, gut. Ich finde es gut, es ist geil. Für uns ist es ist nicht ganz einfach. Weil du weißt nie, was passiert, was kommt. Und wir haben zum Teil Sachen gemacht, die uns nicht mehr ganz daran erinnern, wie wir es arrangiert haben. Darum sind wir auch ein bisschen am Aktuell. Aber es kommt geil. Es klingt super, es ist super krass. Ich habe früher mal Geige gespielt, aber die sicher können besser Geige lassen, als ich mal können. Es ist immer cool, wenn man so Arrangements kann, das erste Mal hören und ausprobieren. Weil wir haben ja die Chance, dass man die schon heutzutage am Computer anhören kann, wie sie tönen. Aber es ist dann eigentlich anders, wenn es live ist, mit echten Instrumenten. Und jetzt sehen wir auch, wo wir was noch optimieren wollen, oder wo es nicht ganz so klingt, wie wir es erwartet haben. Und aber der Gesamteindruck ist toll. Das klingt schon irrsinnig gut. Jetzt müssen wir noch mehr Ebenen reinbringen. Setzen. Merci mal für euren Einsatz. Wir freuen uns.